Am Samstag, den 16.02. um 17.30 Uhr kam es in Schweinfurt in der Jägerstraße zu einer erheblichen Gasexplosion. Michael Zimmer von der Polizei Unterflanken, was war da passiert? Unsere Einsatzzentrale hat etwa gegen 17.30 Uhr den Notruf aus der Jägerstraße erreicht, dass es in einem Wohnhaus zu einer Explosion gekommen ist. Mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei haben sich dann sofort auf den Weg dorthin gemacht. Und wie sich dann vor Ort auch herausgestellt hat, hat der 38-jährige Bewohner des Hauses sich selbst noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Und er hatte im wahrsten Sinne des Wortes Glück im Unglück. Er ist leicht verletzt worden und ist dann vom Rettungsdienst versorgt worden und dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Meine Kollegen haben dann gemeinsam mit der Feuerwehr die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert. Das waren etwa 10 bis 15 Personen. Diese Bewohner wurden vom Rettungsdienst dann auch weiter versorgt und betreut. Der weiträumigere Bereich um dieses explodierte Wohnhaus, der wurde abgesperrt und die Stadtwerke Schweinfurt, die haben auch die Gasversorgung dann unterbrochen. Der Grund, warum es zu dieser heftigen Explosion gekommen ist, die das Wohnhaus dann letztlich nahezu komplett auch zerstört hat, der ist noch vollkommen unklar. Und hierzu haben meine Kollegen der Schweinfurter Kripo die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.